Seid mir gegrüßt. Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und zwar geht es heute um Mats Mean Ugly Dirty Sport, einen Titel von 1990. Ich habe es als das härteste Sportspiel der 90er tituliert, weil es schon sehr besonders war in seiner Art. Und wie es in meinen Unboxing-Videos so üblich ist, gibt es dann im Anschluss zunächst einmal einen Überblick über die damalige Box und deren Inhalt. Danach gibt es ein sehr, sehr interessantes Interview mit dem Teut Weidemann, einer der damaligen Entwickler und wirklich ein Pionier der Anfänge der modernen Spielentwicklung. Zum Schluss dann Spielmaterial, das es zu sehen gibt. Ich habe mir die PC-Version noch einmal angesehen und zeige auch Ausschnitte aus der Amiga-Version. Zur Amiga-Version gibt es aber auch ein vollständiges Let's Play auf meinem Kanal. Wer also hier nochmal reinschauen möchte, die Playlist ist also in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Intro und dem Interview. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Seid mir gegrüßt. Willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing-Video. Heute geht es um Mats Mean Ugly Dirty Sport, ein Titel aus den 90ern. Und ich habe mir heute hier Verstärkung geholt. Und zwar, ihr seht es hier schon eingeblendet, den Teut Weidemann. Hallo Teut, grüß dich. Ja, hi Andreas. Freut mich hier zu sein, vor allem über so einen schönen Titel. Ja, also ich habe mich auch lange mit beschäftigt, also jetzt wieder beschäftigt, muss man ja sagen, und habe auch dazu ein paar Videos gemacht, weil es mich früher schon sehr interessiert hat und ich es rauf und runter gespielt hatte, weil es irgendwie sowas völlig Neues war damals und es hat also wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch beim Replay sozusagen hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich dachte mir eben, wenn wir jetzt hier schon mal das Ganze aufgreifen, könnte man ja vielleicht mal suchen und vielleicht auch finden, jemand, der damals damit beteiligt war. In dem Fall warst du das. Und ja, also zu deiner Person vielleicht ganz kurz. Du bist deutscher Spieleentwickler und Produzent und gehörst mit zu den ersten professionellen Spieleentwicklern in Deutschland. Du warst in der Entwicklung von über 30 Titeln beteiligt, darunter Klassiker wie Katakis, X-Out, R-Type und natürlich auch Mats oder Muts. Ich bin immer noch am Überlegen, was die richtige Betonung ist. Du warst bei Rainbow Arts und bei Softgold sowie auch bei Microsoft angestellt. Im Jahr 96, also 1996, hast du dein eigenes Entwicklungsstudio gegründet mit Winx Simulations. Und ihr habt damals unter anderem Titel wie Panzer Elite und Söldner Secret Wars herausgebracht. Das Ganze dann bis ins Jahr 2000, wo
wo ihr dann durch den österreichischen Publisher Yowood übernommen wurdet. Genau. Und dann in 2005, soweit ich jetzt weiß, wurde dann Wing Simulations von Yowood geschlossen. Und du hast bei CDV Software Entertainment angeheuert für, ich meine, 2 oder 3 Jahre. Ja, bin mir nicht ganz genau sicher. Ja. Und warst also von 2009 bis 2015 bei Ubisoft Blue Byte als Berater tätig. Also nach CDV, nach dem Vorstand, bin ich in die Beratung gegangen und hatte viele Kunden in meinem meine Lieblingsspezialisierung, das ist Online-Games und Free-to-Play, was damals hochkam. Und Ubisoft war langjährig mein Kunde und dadurch, dass ich bei Ubisoft so aktiv war und so in so vielen Projekten beteiligt war, dachten viele, ich sei da angestellt, bin ich aber nicht. Ah, okay. Ubisoft war genauso ein Kunde wie viele andere, aber es war damals für sehr viele Jahre mein größter Kunde. Ne? Ah, sehr gut. Okay, das stand jetzt hier nicht bei mir, aber gut, als Ergänzung. Also was ich noch habe, ist noch, du bist heute also freier Berater im Online-Entertainment-Bereich, teilweise Dozent in diversen Bildungseinrichtungen und außerdem Creative Director bei Stratosphere Games. Genau, da bin ich mitverantwortlich für einen Titel, der heißt Homeworld Mobile. Und Homeworld, auch interessant, ist basierend auf einer 20 Jahre alten IP, nämlich dem Original Homeworld 3D-RTS damals, 1999 kam das raus, auf PC. Und die machen die Mobile-Variante. Die ist auch schon draußen, die kann man im Android oder im iOS-Store finden und runterladen und spielen. Ah, sehr gut, sehr schön. Ja, bewegtes Leben, würde ich mal sagen. Und nur in der Spielebranche. Gibt es noch was ich ergänzen muss? Nein, oder du? Also 30 Titel sind ein bisschen zu wenig. Ich war bei weit über 100 Titeln beteiligt und ich habe dann einmal das Zählen aufgehört. Ich habe versucht, eine Liste zu machen, an welchen Titeln ich meine Finger drin hatte und das waren dann über 100 und dann habe ich auch irgendwann aufgehört, die Liste weiterzupflegen. Aber hier und da finde ich immer noch Spiele, wo ich sage, oh Gott, das gab es ja auch noch. Weißt du, es war damals andere Zeiten, da hat man innerhalb von 3 Monaten einen Titel runtergerissen, ja. In den 80er, 90ern und heutzutage geht das ja gar nicht mehr. Ja, also heute sitzt man jahrelang mit ein paar hundert Leuten dran. Das sind schon andere Zeiten. Ja, also die damaligen Zeiten waren schön, aber anders, aber man hat damals viel Fehler machen dürfen, die heute katastrophal wären. Deswegen war das sozusagen meine Ausbildung bei Rainbow Arts. Okay. Ja. Haben wir alle gelernt, weil es gab damals noch keine Literatur, kein Internet, keine Konferenzen, nichts. Das heißt, man hat alles von der Pike auf selber falsch machen dürfen und daraus dann gelernt. Ja, sehr schön. Also wir haben uns ja jetzt relativ kurzfristig hier verabredet und ich hatte ja letztes Jahr schon, hatte ich so ein kleines Let's Play gemacht auf dem Kanal hier zu Moods und ja, für alle, die es vielleicht gar nicht jetzt kennen, soll es ja auch geben aus dem Amiga-Bereich. Mal ganz kurz vielleicht zu Moods. Also Moods, Mean Ugly Dirty Sport ist also ein Spiel aus dem Jahr 1990, das von dem Team Golden Goblins, welches auch damals für Circus Attractions und Grand Monster Slam verantwortlich war, entwickelt worden und wurde von Rainbow Arts also vertrieben, ist für den PC und für den Amiga erschienen. Und ja, ganz grob skizziert, der Spieler, also wir, übernehmen also das Management und den Trainerposten bei einem Moods-Mannschaft, welche aus Gefangenen eigentlich sich zusammensetzt, die von den völlig überfüllten Gefängnissen einen Ausweg suchen. Und das Ganze spielt auf einem fiktiven Kontinent namens Gult, wo sich allerlei Rassen tummeln und die Moods-Spieler sind aber also keinesfalls freiwillig bei dem ganzen Programm dabei, sondern eigentlich, weil sie eine Wahl hatten zwischen medizinischem Versuchskaninchen, Steinbrucharbeiter oder Tütenkleber. Und die konnten wie die Gladiatoren ihre Freiheit erspielen, das ist schon okay. Ja, wenn man so will, ist es dann auch wieder okay, ja. Also das stimmt, ja. Ja, also als Trainer übernimmt man also die Rolle und muss sich also da um diese Mannschaft da kümmern. Und es geht also im Prinzip darum, man muss den Kontinent bereisen. Es gibt also so 16 Städte, die man bereisen kann mit seiner Mannschaft. Und in jeder Stadt spielt man also quasi gegen die Heimmannschaft ein Moods-Spiel. Und Moods ist im Prinzip so eine Mischung aus
Rugby, American Football. Und Basketball. Irgendwie, ja, das war ja genau die American Football meets Basketball und halt nur ein bisschen brutaler. Genau. Und das Besondere war halt, dass man ein Sportspiel gemacht hat, was nicht nur das Sportspiel war, sondern auch das Management und das Abenteuer drumherum. Das war damals neu. Stimmt, das war, also war eigentlich ziemlich neu. Bis dato kannte ich das eigentlich so gar nicht, dass man so quasi Action-Part und Management-Part hatte. Das war also was Neues und natürlich auch das Setting war damals eigentlich ziemlich neu, muss man sagen. Ja, also das sind zwei Dinge, die aufeinander kamen. Also einmal, dass das Spiel so groß geworden ist, das war ursprünglich nicht so geplant. Das hatte einen Grund, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja. Und das Setting entsprang aus dem kreativen Hirn von Hartwig Niedergasse. Das war einer der Co-Designer und der Key Artist, der fast alle Art gemacht hat, unter anderem auch für Grand Monster Slam damals. Und der war ein großer Fan von dem Stil von Warhammer, von Games Workshop, wenn er das kennt. Mhm. Und da kam die Inspiration her, wie die Viecher alle aussehen sollen, weil die hatten damals Blood Bowl gemacht. Und daraus entsprang dann also die gesamte Welt, die er designen durfte. Und das hat ihm natürlich viel Spaß gemacht. Ja, und die Golden Goblins selber, das Team, also damals ist die gesamte Spielindustrie ja in Gütersloh entstanden. Da gab es zwei Firmen und einer davon ist umgezogen nach Düsseldorf und hat ein Studio in Gütersloh gelassen, das hieß Golden Goblins. Das hat er damals diese zwei Titel gemacht. Und die waren aber exklusiv gebunden an Rainbow Arts. Und dann kam, ich sage es mal, die Konsolidierung ein wenig und dann musste Golden Goblins umziehen und ist praktisch in die Büroräume von Rainbow Arts Düsseldorf gezogen und war ein internes Team dann, auch wenn sie als Team immer noch als Golden Goblins gehandhabt worden sind. Und inoffiziell war Mats der Nachfolger von Grand Monster Slam. Grand Monster Slam war sozusagen nur die Sportart, ne? Das war Grand Monster Slam, auch ein Sportspiel. Und wurde dann halt aufgeblasen mit dem Manager halt drumherum und allem möglichen witzigen Zeug, was sich das gesamte Team hat einfallen lassen. Und das Besondere da war, das gab keinen Lead Designer, obwohl damals gab es eigentlich keinen Game Designer. Ja? Die Teams waren sehr, sehr klein und übersichtlich, sondern da war jeder Game Designer. Und wir waren zu viert und haben das Spiel da gemeinsam aufgezogen. Und die Kreativität des Teams, das war sehr witzig. Also war so eins der schönsten Titel, an denen ich mitarbeiten durfte, weil das Team halt auch ja so gut als Team gearbeitet hat. Ne? Das ist ihr drittes Spiel, was sie gemacht haben. Dadurch waren die eingespielt, die kannten sich alle seit Ewigkeiten und haben dementsprechend dann da auch sehr viel Mühe reingesteckt und haben auch ein paar technische Meisterleistungen gemacht, vor allem auf PC. Heutzutage sagt man dann, hey, was ist da das Besondere dran? Wir hatten digitale Sprachausgabe auf dem PC über den eingebauten Speaker. Also ohne Soundkarte hatten wir digitale Sprachausgabe und Geräusche. Das war neu. Und das Zweite ist, dass das Spiel auf PC, auf einer normalen EGR-Karte, ich weiß nicht, da könnt ihr mal googeln, was das ist, EGR und VGR mit 16 grässlichen Farben, ein 60 Hertz vertikales Scrolling hinkriegt mit den ganzen Figuren auf dem Bildschirm. Und auch das war technisch gesehen sehr weit vorne, was auf PC damals sehr, sehr schwierig war. Ja, gerade ja, weil EGR... Ja, 16, ich glaube 16 Farben war EGA und 16 feste Farben und VGA hatte 16 dynamische Farben oder 256 Farben, je nach Auflösung, die du benutzt hast. Ja. Und genau, auf Amiga war das dementsprechend technisch einfacher zu bewerkstelligen, aber auf PC war es ein Aufwand, aber sie haben es hingekriegt. Also echt schön. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen an der Stelle, ich kenne nur die Amiga-Version, die PC-Version habe ich irgendwie noch nie gespielt. Werde ich aber... Das kann ich jetzt schon mal gleich sagen. Werde ich auf jeden Fall hier dann auch im Video hinterher nochmal anhängen, weil mich jetzt das jetzt selber nochmal interessiert. Ich hatte es im Vorlauf nämlich auch nur gelesen, dass es diesen Digi-Sound und so, dass es das halt gab. Mhm. Und das werde ich mir auf jeden Fall dann anschauen. Ja, das Spiel ist ein E-Mail-Anhang, der kleiner ist als die E-Mail an sich. Ich glaube, das ist 700 Kilobyte Anhang und 1,2 Megabyte, Entschuldigung. So klein ist das Spiel, das komplette. Andere Zeit. Ja, dann sind wir eigentlich schon jetzt mittendrin. Dann mache ich jetzt hier an der Stelle auch gar nicht groß weiter mit meinem Vortrag zu Was ist eigentlich Moods? Sondern frage einfach direkt weiter. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Spiel zu machen? Also dadurch, dass das Team eingezogen ist bei Rainbow Arts, hat man natürlich gesagt, was macht das Team jetzt? Und das Team wollte unbedingt zusammenarbeiten an einem Projekt. Und das waren ja schon 4 Leute. Ja? Und ich kam dann halt als Projektleiter dazu.
Und da kam die Idee auf, warum machen wir nicht einen Nachfolger von Grand Monster Slam? Und dann kam halt die Ansage, das muss dann halt tiefer, langfristiger sein, man muss mehr Spielspaß haben, anstatt nur, sagen wir mal, das etwas einfachere. Der Grafikstil sollte dementsprechend kreativ sein, so wie sie es gewohnt sind, weil Circus Attractions, das Spiel, was sie davor gemacht haben, war zwar sehr schön, aber es war halt kein Erfolg. Also Zirkus war nichts, was die Leute spielen wollten unbedingt. Und dann kamen da ein paar Ideen dazu und dann hat man halt die Sportart erstmal gewählt und wir wollten keine traditionelle Sportart nehmen, so wie Fußball, American Football oder sowas. Und da kam auf den Gedanken, warum machen wir das Ganze nicht ein bisschen als Mischung und halt ein bisschen brutaler ist das falsche Wort, sondern man darf halt einen Spieler umkicken. Ja, man darf halt auch den Schiedsrichter umkicken, wenn man möchte. Ja, also da so ein bisschen Spaß da drin haben. Und dann kam man so auf die Idee und dann war der Core Loop, wie man ihn nennt, eigentlich relativ schnell designt. Das Drumherum war dann ein bisschen aufwendiger. Und ursprünglich war das Spiel so gedacht, dass du eine lokale Liga hast und in nur einer Stadt spielst. Es gab nur eine Stadt, es gab nur dein Team gegen alle anderen Teams, die in der Stadt um den Rang wetteifern. Und das war's. So war das Spiel geplant. Okay. Ja. Und als dann die ersten spielbaren Versionen da waren, kam jemand auf uns zu, der Interesse daran hatte. Du darfst nicht vergessen, dass Rainbow Arts war Teil von dem Konzern, wo auch Softgold dazu gehörte. Und Softgold selber war der Distributionsarm. Die haben die Spiele sozusagen in Handel gestellt. Unter anderem haben die aber auch alle Amerikaner vertrieben. Damals hatten die Amerikaner keinen eigenen Vertrieb, sondern MicroProse, Electronic Arts, Lucas. Film Games, wie sie damals hießen, heutzutage LucasArts, fast alle großen Amerikaner haben über Softgold distribuiert, weil Softgold die Lokalisation nicht erfunden hat, aber forciert hat und dadurch natürlich die Marktanteile in Deutschland ziemlich groß gemacht hat. Und einer davon, mit dem wir sehr engen Kontakt hatten, weil wir auch technische Hilfe denen gegeben haben für ihre Spiele, ist die Firma Lucasfilm. Und Lucasfilm hat das Projekt gesehen und hat gesagt: Boah, das ist geil, das würden wir gerne haben. Und da waren natürlich die Augen groß, weil damals war es noch undenkbar, dass eine europäische Firma überhaupt für einen Amerikaner ein Spiel entwickelt. Die waren damals noch ein bisschen weiter vorne weg. Und da waren wir natürlich sehr dankbar, dass sie Interesse gezeigt haben. Und dann wurde verhandelt und dann wurde das okay gegeben und wurde ein Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir offiziell das Spiel für Lucasfilm Games gemacht. Es sollte auch weltweit unter Lucasfilm rauskommen und nicht unter Rainbow Arts. Und der Designer, der da mit dran war, der Producer bei Lucasfilm Games, der heißt Noah Falstein, auch ganz bekannter Mann, der an den Adventures mitgearbeitet hat und so weiter, später bei Google. Der hat das Spiel ein bisschen aufgeblasen. Der hat gesagt: Hör mal zu, lass nicht nur eine Stadt machen, lass uns mehrere Städte machen. Und dann kamen wir: Ja, da müssen die aber stilistisch unterschiedlich sein, damit wir verschiedene Rassen haben können und so weiter. Und dann wurde halt der Kontinent geboren mit den ganzen Städten, die da drauf sind und den ganzen Rassen. Also das Spiel wurde aufgebohrt auf die vierfache Größe, wie es ursprünglich geplant war, durch den amerikanischen Publisher. Und dadurch, dass die aber Teile der Entwicklungskosten tragen, war das ja kein Problem. Und alle waren begeistert: Hey, wir machen ein Spiel für den weltweiten Markt für einen Amerikaner. Ja, das war dann schon ein großer Ehrenschlag. Aber wie immer kommt immer alles anders, als man denkt. Lucasfilm Games wurde als Profit Center deklariert von George Lucas. Der hat gesagt: Ey, ihr müsst das Gewinne schreiben. Dadurch hat Lucasfilm Games dann eine Umstrukturierung gemacht und hat den Chef rausgeschmissen, der die geleitet hat damals, den Geschäftsführer. Der Geschäftsführer hat Folgendes gemacht, damit er keinen, wie soll man das sagen? Das ist in den USA so gang und gäbe. Also jedenfalls ist er, bevor er gegangen ist, hat er alle externen Projekte gecancelt, alle. Unter anderem auch unseres. Sodass er sozusagen so eine Art reinen Tisch hinterlässt, ja. So, und auch keine Unkosten und so weiter. Und der ist dann weg. Da haben wir gesagt: Okay, dann geben wir es halt einem anderen, weil, wenn Lucasfilm das schon haben wollte, dann will es ja jemand anders auch haben. Dummerweise ist der Chef da mit seinen Verbindungen hingegangen und hat uns schlecht gemacht und hat gesagt: Ey, geht nicht mit dem Team zusammen, das ist total inkompatibel, die sind ne, keine guten Teamspieler und so weiter. Und da wollte kein Amerikaner mehr dieses Spiel anfassen, was eine Rufmordkampagne war. Das haben wir allerdings erst später festgestellt. Und dann waren wir gezwungen, A, das Spiel selber fertig zu machen, in dem großen Scale, was Lucasfilm Games eigentlich gemacht hat, geplant hatte. Das zweite war, dass wir in den USA dann halt über irgendeinen so Luschen-Publisher rausgehen mussten, was schade ist. Also der Grund, warum Matze groß ist, ist Lucasfilm Games, auch wenn sie es nachher gecancelt haben, durch irgendeinen Arschloch-Move, Entschuldigung, dass ich das Wort sage, am Stream. Und nichtsdestotrotz, das Spiel hatte ein Budget von, lass mich überlegen, 650.000 D-Mark. Das klingt nicht viel, aber für damalige Verhältnisse war Wollte das sagen. extrem viel. Ja, ich kann dir sagen, das Katakis auf Amiga wurde eingekauft für 25.000 Mark.
Ja, also als Vergleich mal, ne? Und damit war es eines der teuersten Projekte von TOFGOLD. Dementsprechend gab es auch viel Druck und viel Ärger. Aber auf der anderen Seite, es hat sich zum vollen Preis 84.000 Mal verkauft. Und wenn du dann die Marge da ausrechnest, hast du das Ding das Doppelte eingespielt. Und deswegen waren wir dann schon zufrieden, hatte auch einen Achtungserfolg, hat sich auch laufend weiterverkauft, und ist eins der wenigen Spiele, wo ich heute noch eine Fangemeinde habe, die ab und an mich anschreiben. Deswegen, ja, wie jetzt auch ihr mit dem Genau. Stream. Genau. Das einzige andere Spiel, was das schafft, neben den üblichen Factor-5-Spielen, die Katakis und Turrican, ist Apprentice. Und damit ist Mats so, dadurch, dass so eins meiner Lieblingsspiele war, damals, an dem ich mitarbeiten durfte, schon hat so einen speziellen Platz in meinem Herzen. Und es läuft heute Okay. noch auf einer DOSBox. Also Das, ja, also ist das kann ordentlich. ich gut verstehen, weil wenn man da irgendwie so intensiv ja auch so mitgehangen, mitgefangen, Höhen und Tiefen, also das ist sicherlich was. Ich hatte mir halt in dem Zusammenhang halt überlegt, Publishing, ja, ich hatte mir irgendwie eher vorgestellt, dass es vielleicht da Probleme gab, weil das Programm selber irgendwie so die Hintergrundstory vielleicht nicht ganz kompatibel war mit manchen, die das vertreiben wollten oder Nee, so, gar dass es nicht. da irgendwie angeeckt ist, Nee, aber. also es war ein High-End-Price-Titel, ja. Also es gab ja damals Preiskategorien. Action-Spiele wurden generell so für 49 Mark in den Laden gestellt. Etwas komplexere Spiele für 79, 89 Mark. Und Mats ging für 89 Mark in den Laden, weil es halt als Sportmanager schrägstrich vermarktet worden ist. Und die amerikanischen Rollenspiele lagen über 100. Das lag aber auch an den Importsachen. Und für 89 Mark, da hatte man schon eine relativ ordentliche Marge. Und dann hat es gut verkauft und im Budgetbereich auch, ging ja ganz schnell. Ne? Das ging raus für 89 Mark und nach 3 Monaten war das Ding durch, wegen Raubkopien und allem drum und dran. Ja, Dann klar. ist man da runtergegangen vom Preis. 20 Euro gab es gelistete Subventionskanäle, wo es dann für 19,95 dann im Laden lag. Und dann ging es dann halt unter 10 Euro raus und dann ging es auf die sogenannte Pyramide. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Es gab damals Softwarepyramide, ja. genau die Softwarepyramide und da wusste praktisch dann nur noch der CD-Case draufgelegt und da ging dann auch nochmal ein paar 10.000 Stück weg. Für 5 Mark oder so. Ich weiß jetzt Ja, nicht mehr, fünf welche Mark, Preise da zehn waren. Mark teilweise, Unterschiedlich, ja. genau. Ja, und wurde aber laufend weiterverkauft. Wir mussten dann irgendwann den Kopierschutz entfernen, weil der Kopierschutz war teuer. Und zwar hatten wir keinen Diskettenkopierschutz, sondern wir hatten einen Code. Ja. Also man musste am Anfang, hat er einen gefragt, Code. Und dann war so ein, im Raster gucken musste, was für ein Buchstabe oder Wort da steht, und das musste man dann eingeben. Den musste man nachher rausnehmen, weil der halt zu teuer zu produzieren war für die Billigvermarktung. Und nicht kopierbar, haha, also mit damaligen Kopierern nicht kopierbar. Heutzutage geht das Ding 1:1 auf den Farbkopierer durch. Ja. Das Was ein stimmt. ganz Ich habe lustiges, das ja genau. auch noch zu Hause, diese Original-Code-Tabelle. Also, ich habe das Ja. Spiel ja hier, habe die englische Version, habe die deutsche Version. Da waren die Boxen ein bisschen unterschiedlich. Die englische war kleiner als die deutsche Version. Ja, Hatten aber die beide Engländer hatten, diesen Kopierschutz genau, dann. Ja. die Engländer hatten zuerst die Packung standardisiert, damit die Läden die besser ausstellen konnten. Da hat sich Deutschland lange gewehrt. Verpackungen designt. Ja. Da kann man die ekelhaften, komischen Plastikdinger und sowas. Die Packung selber in Deutschland wurde von Celer Kalev Moroklu designt, das Bild, ja, eins seiner Meisterwerke. Und das Ausland wollte immer was anderes. Die wollten immer andere Bilder. A, weil sie ja ihren Job rechtfertigen müssen, ne, wenn sie in England Ja, klar. distribuieren oder in Frankreich, sonst was. Und dementsprechend war es für mich immer schwierig, alle Versionen meiner Spiele zu sammeln, ja, mit allen Covern, die es da so gibt. Ich glaube, Rekord sind 16 verschiedene Packungen für ein und dasselbe Spiel. Ja. Und das darf man nicht vergessen, also ich meine, ich habe jetzt nur einen Namen gesagt, das ist der Hartwig Niedergassel, der kreative Kopf, der, ich sag mal, Hauptdesigner und der kreative Kopf hinter der gesamten Grafik. Mit dem habe ich noch mehrere Projekte danach gemacht. Die zwei Programmierer waren, ohne die zwei wäre massig so gut geworden. Ja, also beides Meister ihres Fachs und sehr, sehr gut. Ja. Beide auf PC. Da war der Holger Ahrens und der Volker Maron. Und die sind beide auch noch tätig in der IT-Branche, sage ich mal. In der Spielindustrie machen die nichts mehr. Ja. Und Ja, also Grafikstil, der hatte mir damals also auch wirklich sehr gut gefallen. Also ja. das war ja auch, ihr hattet es dann zum Beispiel, was mir besonders gefallen hat, das waren am Anfang die Credits. Da gab es also diesen Credits-Button, wo man dann halt so das Konterfei dann so gesehen hatte, wer also beteiligt war.
Da hatte ich mich dann gefragt, warum ist der Chris Hülsbeck eigentlich da so schlecht weggekommen? Der hatte da irgendwie so ein Bild, das war mir wirklich aufgefallen. Die hatten ja, die Spieler hatten ja immer so einen Wert, also weiß ich nicht, zwischen, sag ich mal, 1000 und 1500 oder genau. So. Und der war, also der Chris war also wirklich sehr schlecht auch weggekommen. Der war mit Wert 200 und hatte also die niedrigsten Werte überhaupt. Der Wert war ja nicht der Wert des Menschen, ja, sondern das war einfach nur auch die interne Witzelei, wie man halt seine Kollegen verarscht. Ja. Und wir haben auch den Geschäftsführer auf dem Sklavenmarkt verkauft. Ja, der Marc Ulrich, der damals Rainbow als Geschäftsführer diente, der ist ja auch im Sklavenmarkt zu kaufen. Und dann hat man halt gesagt, wollen wir dem jetzt noch einen guten Sportskill geben, ja oder nein, ja, oder wollen wir den billig verramschen, oder da hat man halt so Witzchen gemacht. Und da kam das Ganze her. Aber es sind sehr, sehr viele Leute aus Rainbow sind verewigt in diesem Sklavenmarkt, in irgendeinem der Städte. Und das ist auch schön, ja, weil man sich natürlich wiederfindet. Aber heißt ja nicht, dass die wertvolle Spieler sind oder sehr wertvoll sind. Das ist eigentlich völlig egal. Nee, deswegen nicht. Also ich hatte mich halt in dem Sinne halt nur mal gefragt, ja, die anderen waren halt alle irgendwie, hatten alle super Werte eigentlich. Nur der Chris war so ein bisschen irgendwie außen vor, so ein kleiner Schmächtiger irgendwie. Das war halt dann, wie du schon sagtest, halt der Humor, der dann dahinter steckt. Ja, du darfst nicht vergessen, zu der Zeit war Chris Hülsbeck, wir nannten ihn den Zombie, weil er tagsüber nie anzutreffen war. Und wenn du ihn gesehen hast, war er kreidebleich, weil der hat tagsüber geschlafen im Büro und hat dann spät nachmittags, früh Abend angefangen zu arbeiten. Und der Grund war, dass er den Sound nicht über Kopfhörer erstellt hat, sondern halt über seine Boxen, weil er da besser klingt, seiner Meinung nach. Die Kopfhörer damals waren nicht so gut wie die heutigen. Mhm. Und das hat ganz schön viel Lärm gemacht. Das heißt, die Leute konnten jetzt nicht arbeiten unbedingt, wenn Chris Hülsbeck im Büro gearbeitet hat. Okay. Das heißt, er hat komplett immer nachts gearbeitet, als Nachttier. Ja. Und morgens ins Bett gegangen und dann kamen wir allein ins Büro und haben in Ruhe programmiert, ohne dass wir seinen Lärm ertragen mussten oder seine schöne Musik. Und das ist der Grund, warum Chris da so ein bisschen ein Außenseiter war, den man sozusagen nur in der Überlappung vielleicht eine Stunde am Tag gesehen hat. Okay. Okay, also eigentlich wirklich so eine Art Zombie, der so durch die Gänge schleicht und alle sagen schon, na, schau, das Gespenst von Rainbow Arts ist wieder unterwegs. Ja, sehr schön. Ich habe mir hier aufgeschrieben, also die Testberichte in den damaligen Zeitschriften, die waren ja eigentlich durchweg positiv. Also wurde alles, also wirklich der Humor vor allen Dingen wurde sehr gelobt und auch die Grafik und der Sound, also hatte wirklich gepasst. Trotzdem hat ja die Entwicklung also über ein Jahr eigentlich gedauert, ne? Also du hattest es ja eben schon mal angesprochen, das hatte ja wahrscheinlich dann auch mit den Amis zu tun, die da dann irgendwie quergeschossen sind. Genau. War das im Prinzip dann der Grund, warum es so lange gedauert hat? Oder auch. Gab es noch mehrere? Es war der Hauptgrund. Also zum einen die Änderung, dass das Spiel größer geworden ist, und zum anderen natürlich die Kommunikation. Ja, man musste das Spiel ja von denen testen lassen. Ja. Also wie lässt du heute ein Spiel von deiner amerikanischen Firma testen? Du lädst es ins Internet oder schickst es per Mail oder was auch immer, Dropbox. Ja. Und laden die das runter und machen das. Ja, damals gab es auch kein Internet. Ja, und Modems mit, keine Ahnung, was hatten die damals, 38 Kilobit oder sowas, war es ekelhaft langsam. Also hat man das per FedEx nach USA geschickt. Okay. Kein Scherz. Und dann haben die das auseinandergenommen, getestet, gereviewt und haben ihre Antwort dann auch per FedEx zurückgeschickt. Und dementsprechend waren die Feedback-Zeiten, ja, waren immer eine Woche. Also Versionen hinschickt, nach einer Woche haben wir gewusst, was die machen wollten. Klar haben die uns besucht, regelmäßig, ich sag mal alle 3 Monate oder wir sind einmal auch rüber. War das schönste Teamerlebnis, die haben dann zur Belohnung, haben die dann das gesamte Team eingeladen, rüber nach Kalifornien, durften wir alle rüberfliegen. Ich war öfter da wegen der Konferenz, aber generell das Team nicht. War für viele der erste USA-Besuch überhaupt. Damals war das, heutzutage geht man in den Flieger für 900 Euro und fliegt rüber. Ja? Damals war das noch nicht ganz so einfach. Und was wir schönst erlebt haben, ist, dass uns die Firma eingeladen hat auf der Ranch von George Lucas, sozusagen das zu besuchen und, und mal anzuschauen. Richtig gut. Und wir durften dort auch im hauseigenen THX-Kino, was damals ganz besonders war, heutzutage hat das jedes Kino, durften wir Indiana Jones gucken, glaube ich, war der Film, und als einer der ersten. Und haben auch in der Kantine der Mitarbeiter gegessen und da hat auch George Lucas gegessen. Also es war schon ein besonderes Erlebnis, dass wir da sein durften. Wir haben auch Fotos gemacht, illegalerweise von der Ranch, von der gesamten Firma dort. Dummerweise ist die Kamera aber geklaut worden aus dem Mietwagen. Das heißt, die Fotos sind dann verschwunden. Oh, schade. Ja, aber gut, sehr, sehr schöne Erlebnisse und Memories, die wir da kennenlernen durften.
Und die Kommunikation, also das war der eine Grund, die Amerikaner, der zweite Grund war sicherlich das Hin und Her. Das heißt, als dann Lucasfilm abgesprungen ist und diese Hetzkampagne gemacht hat, mussten wir nochmal in die Verhandlungen gehen, weil wir haben ja keine, wir haben in England, Frankreich, überall die großen viele Märkte keinen Vertrieb suchen müssen, weil hey, es ist ja Lucasfilm. Brauchen Ja, wir nicht. klar. Ja. Jetzt springen die ab und dann müssen wir von vorne anfangen. Das heißt, die haben ja gedacht, oh Mist, jetzt müssen wir aber unsere gesamte Distribution wieder hochfahren und gucken, wer will denn das Ding überhaupt vertreiben. Und das braucht auch Zeit, weil man will ja parallel raus, weil wenn du in einem Land vorher rausgehst, dann sind die Raubkopien nach 2 Tagen ja schon in deinem Land. Ja, das Deswegen ist mussten wir richtig. immer zeitgleich am selben Tag auf allen Formaten raus. Und das war so die Problematik, warum sich das ein bisschen verzögert hat. Es war als Projekt 6, 7 Monate geplant ursprünglich und ist nach 1 Jahr geworden. Heutzutage ist das lächerlich, 1 Jahr mit 7 Leuten. Ja, klar. Genau, Mobile Games kann man damit machen. Aber für damalige Zeiten war das schon sehr teuer. Wir haben auch viel Druck bekommen deswegen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, es sollte ja anscheinend auch eine Atari ST-Version geben. Und ich hatte das hier nochmal nachgelesen. Also die Version wurde anscheinend auch schon reviewed in einem ST-Computermagazin Ja. 1091 und auch im Handbuch sind ja schon die Ladeanweisungen für ST mit drin. Aber mehr ist dann da nicht mehr passiert. Kannst du dich da irgendwie noch erinnern, warum die Atari ST-Version da nicht mehr rauskam? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch immer mal fest behauptet in irgendeinem anderen Questionnaire, wieso, wir haben das Ding doch auf Atari ST rausgebracht. Und dann sagt die Leute, nee, das ist nie rausgekommen. Und da habe ich mich echt gefragt, was war denn da? Also die Atari ST-Version wurde von nur einem einzigen Mann gemacht, der das portiert hat. Und der war, ich sage es mal, nicht ganz einfach. Und der ist dann auch irgendwann einfach mal abgehauen, wieder zurück nach Gütersloh in seine Familiensekte, keine Ahnung, wohin ist, und kam dann wieder und hat nichts gemacht, ja, oder hat was gemacht, aber es war halt schwierig mit dem. Das kann sein, dass es daran lag, ja, an dem Konvertierer oder an anderen Dingen, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste mal, derjenige, der es noch weiß, 100% ist der Hartwig Niedergassel oder der Volker, Holger vielleicht auch. Mit dem Holger habe ich noch Kontakt, mit dem Hartwig, letztes Mal vor 3, 4 Jahren vielleicht, der war noch in der Spielebranche sehr lange Zeit. War übrigens einer der dienstältesten Entwickler, die wir damals hatten. Ja, der war so 10, 12 Jahre älter als wir alle. Und war sozusagen der ruhige Pol des Teams. Okay. So. Ja, wir waren blutjung, ja, darf man nicht vergessen. Wir waren alle Anfang 20. Und dementsprechend. Aber nee, da muss ich echt mich erkundigen. Das ist eine gute Frage, das macht mich jetzt neugierig. Ja, also mir war, wie gesagt, mir war es halt damals dann nur aufgefallen, auch in meiner Recherche, weil es gab da oder es gibt ja diese, wie heißt die, Atari Legend heißt das, glaube ich, die Ja. Webseite, die eigentlich alles von Atari soweit auch archiviert hatten und die hatten das dann nochmal reingeschrieben, dass es also nur irgendwo ein Review in der deutschen ST, also die hieß glaube ich ST Computer Magazin, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und da wurde es also irgendwie reviewed und dann ist also Also, auch nichts mehr aufgetaucht. ich bin sicher, dass der Mensch, der das gebaut hat damals, eventuell noch seine Originaldisketten irgendwo rumliegen hat und die Version rauskramen kann. Ja, weil ich weiß, Ja. dass wir es gespielt haben und getestet haben auf ST, aber warum die nicht komplett fertig wurde, ich weiß es echt nicht. Also ich meine mich zu erinnern, habe es mir aber selber jetzt hier auch nicht aufgeschrieben. Ich meine mich nur zu erinnern, dass auch irgendwas da stand, dass also derjenige, der dafür zuständig war, irgendwie dann auf einmal weg war und seinen Source Code dann nicht irgendwo hinterlegt hatte, sodass es Dass dann die da nicht mehr genehmigt ist. weiterging, also dass da keiner mehr Ja. irgendwie weiterarbeiten konnte. Ja, Und dass sie das war irgendwie definiert. dann der Grund. Also, aber ob das natürlich alles stimmt, rein spekulativ. Ich kann mich nicht Aber mehr daran erinnern, dummerweise. Es ja, ist ne? sehr lange her, 32 Jahre. Das glaube 32. ich. Gut, wie es dem auch sei, wir haben es ja auf Amiga und haben es auf PC und können uns daran erfreuen. Also heute ja auch wieder genauso wie damals. Und was mich erstaunt hat, ich wusste es überhaupt nicht, das habe ich mir gesagt, ja, dass das Ding jetzt auf Steam und Good Old Games wieder verfügbar ist. Man kann es wieder kaufen. Ja, richtig. Ja. Das war für mich total neu. Ich meine, ich freue mich riesig drüber, ja, auch wenn ich überhaupt keinen Pfennig dran verdiene. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich weiß, dass damals die Rechte von Rainbow Arts einen ziemlichen Irrweg hinter sich haben. Die sind alle an THQ gegangen. Das waren damals noch ein Publisher. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja. Die haben alles aufgekauft, was das angeht. Denen gehörten die Rechte. Und dann ging THQ pleite, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Und
Da hat dann vom Insolvenzverwalter der Julian Eggebrecht, das ist der Chef von Factor 5, die Rechte gekauft von den meisten Rainbow Arts Spielen. Und ich weiß nicht, ob er auch Mats gekauft hat, aber alle meine anderen Spiele hat er alle die gesamten IP-Rechte gekauft. Und jetzt tauchten die ganzen IP-Rechte wieder bei Embracer auf. Ne? Also bei, Ja, denn bei den genau, Schweden, ja. genau, die alle alten Rechte kaufen. Und das finde ich schön, dass die Dinger dann weiterleben dürfen, offiziell, und nicht mehr irgendwo unten als Kopie irgendwo rumfliegen. Finde ich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, also da gibt es ja eigentlich einige Dinge, die da, ja, also eigentlich zum Konservieren wäre das wünschenswert. Wobei diese Rechte immer irgendwie so rumgeistern. Bei manchen Sachen weiß man es halt wirklich nicht. Das, Es ich ist habe zwar manchmal ganz letztens. kompliziert. Also ich weiß von einem Fall, wo wir als Softgold, da ist ein Distributionsdeal schiefgegangen. Und dann schuldete man dem englischen Distributor eine Menge Geld. Ja, also man konnte ihn aber nicht auszahlen. Ja. Man kann nicht einfach sagen, hey, ich nehme jetzt 500.000 Mark und gebe die einfach, weil man ja aus dem fließenden Geschäft nicht so viel Geld abziehen kann. Und dann hat Softgold den zufriedengestellt, indem sie ihm einfach das, ich sage mal, alle Spiele, die noch im Lager waren, gegeben hat. Ja, also da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, ich sag's mal irgendeine Zahl, 30.000 Spielekopien, die da alle noch in originaler Verpackung liegen, die hat man denen einfach gegeben. Und er konnte die verkaufen für 5, 10 Pfund, 15 Pfund, 20 Pfund, wie auch immer. Und dadurch hat er sein Geld wieder bekommen. Das heißt, man hat die Spiele, dadurch, dass die Produktion an sich, der Packung ja, kaum was kostet, konnte man monetarisieren, weil die Marge nach oben ziemlich weit offen war. Und so hat man dann teilweise Firmen mit Spielen bezahlt oder mit Spielenrechten. Das heißt, dann hatten ich weiß, Leisure Suit war einer davon, die haben irgendwann mal von ein, zwei Spielen nicht nur gesagt, wir wollen das distribuieren, nee, wir wollen auch die IP haben. Und dann sind die Rechte von uns an die gegangen. Leisure Suit wurde verkauft an eine andere Firma, die ging pleite, dann gingen die Resterechte an den Insolvenzverwalter, der hat die dann verkauft an irgendwen, bla bla bla. Und diesen Vertrag, wo es nachzuvollziehen, den kriegt keiner hin. Das heißt, wenn du so ein altes Spiel anfasst, ja, sag mal, ich würde jetzt ein Mats 2 machen wollen, dann kann keiner mehr sagen, wem die Rechte gehören. Das ist ganz viel. Ja, und das ist so einer der Gründe, wie bei Apprentice oder bei einigen anderen Titeln, warum man sagt, du, lass uns doch einfach mal da eine Hommage drauf machen. Es ist teilweise ganz, ganz vertrackt, was die rechtliche Lage angeht. Und allein die Kosten, das zu eruieren, sind schon so hoch, dass man sagt, es lohnt sich nicht. Und du weißt nicht, Ja, ob das glaube irgendeine ich. Firma in der Verwertungskette noch am Leben ist und dann sagt, hör mal zu, Jungs, das gehört mir, das Spiel, gib mir her. Und das ist Ja. immer zu beweisen, dass es nicht so ist. Ja, ich hatte vor einiger Zeit, also auch letztes Jahr, hatte ich mit dem Ralf Glau hatte ich ein Interview gemacht, der ja damals für Vermeer und Hanse da verantwortlich gezeichnet hat. Und hatte ihn halt auch gefragt, wie das eigentlich bei ihm dann später war, weil er ist ja dann auch nur irgendwie an Ariola Soft rangetreten und hat gesagt, hier, ich habe ein Spiel, wollte das haben oder wollte das nicht haben. Und dann später hatte er dann halt auch gesagt, ja, er hat dann eigentlich gar nichts mehr davon gehabt. Ja, weil Nee, einfach gar man nichts hat. mehr vorhanden war und die Rechte waren dann irgendwo und also war irgendwie so eine ähnliche Situation. Also Ariola Soft war eine Bertelsmann-Tochter und die Frage ist, was sie damit gemacht haben. Ja? Und es ist auch so, dass man Spiele verkauft hat, teilweise als Flat Fee. Also hier, gib mir mal 30.000 Mark und das war's. Punkt aus. Du kriegst nichts mehr. Alles andere, was on top war, gehörte dem Publisher. Und man hat meistens immer die IP mitverkauft. Also man hat es, damals war man auch alle blauäugig, ja. Also man hat sozusagen die Namensrechte alles komplett mitverkauft. Und dann bekam man dann halt hier und da auch Prozente, Beteiligung. Aber die waren, das war ganz schwierig, da korrekte Abrechnungen zu bekommen, beziehungsweise überhaupt, dass da noch was rüberkam. War halt ein wilder Markt. Es war so, dass keine Standards da waren. Das Know-how über den gesamten weltweiten Markt war nur wenigen Firmen vorbehalten. Also als kleiner Hobbyentwickler hat man da keinen Durchblick gehabt. Heutzutage ist es natürlich ganz anders. Die gesamte Infrastruktur ist ganz anders. Aber damals war das schon ein ganz schön wilder Markt, was da teilweise lief, ist halt, sollte man nicht so erzählen, aber auf der anderen Seite, es waren die Anfänge, wir haben alle wahnsinnig viel gelernt und eine Menge Leute, die damals mit Rainbow Arts groß geworden sind, haben nachher sehr, sehr gute Geschäfte gemacht. Ja, man darf nicht vergessen, welche Firmen alle aus Rainbow Arts entstanden sind. Ja, eine Blue Byte, nehmen wir mal eine. Und da sind viele andere noch. Ja, ich weiß, also der Ralf Klau hatte das alles auch hatte das auch als die goldene Ära der Spieleentwickler mal bezeichnet, weil man hatte irgendwie so den inneren Frieden, man konnte eigentlich machen, was man wollte, so.
Das stimmt. Ja, es war irgendwie wenig, war vorgegeben, weil es alles noch so in den Kinderschuhen war und das sich auch dann erst später entwickelt hatte, ne? Also man konnte machen, was man will, man wusste es nicht besser. Beide Seiten nicht. Das hatte einen Vorteil, man konnte machen, was man will, aber auf der anderen Seite hat man halt viele Spiele gemacht, die einfach nur Schrott sind. Das heißt, das bessere Know-how, was man tun sollte und was nicht weitergeben, das war halt damals noch nicht so gang und gäbe. Große Komplikation von damals war die Technik. Man musste wahnsinnig viel Aufwand in die Technik stecken, weil es gab keine Engines. Du konntest nicht einfach irgendwie ein Unreal oder ein Unity nehmen und einfach drauf loslegen. Nee, du musstest alles machen. Ja, Soundtechnik, Grafiktechnik, alles das musstest du selber machen. Also die Hälfte der Entwicklungszeit ging immer in die Technik drauf. Und das war sehr teuer und sehr zeitaufwendig und nicht jedes Team hat das durchgehalten. Und heutzutage kann eigentlich jeder Hobbyentwickler mit Unity ein Spiel machen. Ohne dass er 3D lernen muss oder Interface-Systeme oder völlig egal was. Also es gibt fast alle Technologien schlüsselfertig für lau, für umsonst. Und das stimmt, ist ein Riesenfortschritt für damals. Ist. Man sieht es auch daran, dass die Anzahl der Spiele, die rauskommen, viel, viel höher ist als jemals zuvor. Bevor Unity umsonst wurde und dadurch Unreal nachziehen musste, waren Engines auch sehr teuer. Also eine Unreal-Lizenz kostete $1 Million. Wer kann sich das schon leisten, ja. Und dann musste sie nachziehen, das ist ja umsonst. Und Mobile hat dann praktisch die, sagen wir mal, kompakteren Teams wieder kompatibel gemacht und konkurrenzfähig. Man kann heutzutage mit ein paar Leuten richtig gute Mobile-Games machen, wobei auch da die Konkurrenz so groß geworden ist. Da muss man schon ein bisschen mehr Anstrengungen machen inzwischen. Auch die goldenen Zeiten auf Mobile-Markt sind auch vorbei. Und inzwischen sind die Budgets auf Mobile teilweise höher als auf PC, aber das ist halt eine andere Geschichte. Aber generell, Mats war für Rainbow Wars damals eins der teuersten Projekte. Es gab noch ein zweites, was ähnlich teuer war. Das wurde an SSI verkauft. Das war auch mein Projekt. SSI war damals einer der großen Anbieter von AD&D-Spielen, ne, von den Rollenspielen und sehr viele tolle Taktik- und Strategiespiele. Und das Spiel wurde nachher kaputt gemacht durch einen neuen Producer, den sie dann gesetzt haben, als ich die Firma verlassen habe. Sonst hätte ich da auch, das waren offizielle, also SSI wollte mit diesem Spiel ihre gesamten AD&D-Spieler in Zukunft machen, weil unsere Technik so viel besser war als ihre. Aber wie gesagt, Mats ist sozusagen der teuerste Erfolg, den wir dann hatten. Aber finanziell unterm Strich war das Ding immer noch profitabel. Das habe ich jetzt mal so aus deinem, was du halt erzählt hast, mal so rausgehört. Weil es, glaube ich, irgendwie, wir hatten die Zahl 650.000 Entwicklungskosten und 480.000 verkaufte Titel. Ja, also das hat sich sicherlich gut gerechnet. Also deshalb halt auch eigentlich im Nachgang natürlich hatte ich mir dann überlegt, die Frage danach, ja, warum gab es nicht noch irgendwie einen Nachfolger? Also Mats 2 oder irgendwas anderes. Man kann es ja nennen, wie man will. Grund 1 waren die Entwicklungskosten, die man niedrig halten wollte. Grund 2 war, das Team ist gegangen. Die sind in alle möglichen Richtungen dann gelaufen. Man hat die Low-Hanging-Fruits eher genommen. Ne? Also praktisch, lass doch ein Turrican 3 machen. Ne? Da brauchst du 2-3 Leute und das war's. Lass uns das Action-Spiel von den Studenten kaufen. Das kostet uns 30.000 und dann bringen wir das auf den Markt. Das war dann natürlich attraktiver und schneller, als nochmal ein Team von 5, 6, 7 Leuten zu bauen und damit dann nochmal 500.000 irgendwie reinzustecken. Das wollten die gar nicht. Ja, also kannst du vergleichen, 84.000 Vollpreis gegenüber dann 84.000 Niedrigpreis, aber die Kosten statt 650.000 hast du nur 30.000 Kosten. Dann ist es ganz klar, dass du dann eher das Actionspiel für 40 Euro nachstellst. Ja, klar. Das stimmt. Ja. Wobei ich ja sagen muss, also ich fand ja jetzt, wir hatten es ganz am Anfang mal, aber also mal ganz grundsätzlich, die Idee des Spiels war ja hervorragend. Also und auch die Umsetzung war ja hervorragend, muss man ja sagen. Also die Kampagne war sehr ausgewogen. Die ganzen Regionen, die unterschiedlichen Städte. Natürlich, man muss es jetzt runterrechnen auf das Jahr 1990, was damals halt einfach möglich war und wie man halt irgendwas umsetzen konnte. Man kann es natürlich nicht mit heutigen Sachen vergleichen. Aber es hatte also wirklich viel Neues und auch viel spielerisch Interessantes. Ich habe mich halt, wie gesagt, ich hatte es ja dann nochmal gespielt und habe dann halt auch bis zu Ende gespielt und hatte dann halt irgendwie so gedacht, bitte? Hast du das letzte Team geschlagen? Ja. Also das darauf wollte ich gerade kommen. Das war jetzt quasi die Frage, warum hat man quasi nach 16 erfolgreichen, harten Partien quasi jetzt nochmal
ja so eine Art Endboss da nochmal eingesetzt, weil die waren ja wirklich schwierig. Also ich meine, das ist eigentlich nur noch, du versuchst irgendwie also einen Punkt zu machen und dann ja, mit Glück gewinnst du das Ding. Erklärung, was den Humor in dem Spiel angeht, ja. Man konnte, bevor man ins Match geht, konnte man ja in die Taverne gehen und das gegnerische Team verprügeln, ja, um deren Moral zu erniedrigen. Oder dass die am Anfang in ihrem Setup nicht den besten Spieler haben, weil der hat doch verletzt auf der Reservebank liegt. Solche Sachen haben wir eingebaut, was kein Spiel überhaupt darüber nachgedacht hat. War schon sehr lustig. Man konnte den Schiedsrichter bestechen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass er in eine andere Richtung guckt. Ja? Man kann, wenn der Schiedsrichter in eine andere Richtung guckt, hinter ihm faulen, ohne dass man angezeigt wird. Okay. Also, Kleinigkeiten, die man im Gameplay eventuell nicht mitkriegt. Also du kannst, wenn der Schiedsrichter jetzt einmal irgendwo hinguckt, kannst du hinter seinem Rücken kannst einen Spieler umnieten und kriegst keine gelbe Karte. Ja? Sowas haben wir eingebaut. Und dann kam halt noch so die Idee, du, das sind jetzt 16 Ligen, die du durchgespielt hast und so weiter, wir müssen doch was Besonderes machen. Und der Hartwig mit seinem Humor hat dann halt gesagt, ja, wir machen halt ein super starkes Team. Alles Dämonen sind das ja. Und da ist es echt hart, das überhaupt zu schlagen. Und das haben sie so hart eingestellt, dass die härtesten Must-Freaks, die wir im Team hatten, das sie schlagen konnten. Und dann kam Hartwig auf diese dumme Idee und hat gesagt, du, lass uns doch spezielle Spieler in den Markt stellen, die sehr stark gegen diese Dämonen sind. Ja, welche sind das? Die weiblichen Dämonen. Das heißt, wenn du mit denen spielst, gucken die männlichen Dämonen den Weibern hinterher und spielen das Spiel nicht mehr und dann kannst du einfach gewinnen. Falls du das nicht wusstest. Das ist jetzt wirklich eine Insider-Information, die ich noch nicht wusste, weil ich hatte ja, vom Spielablauf her, man kommt dann halt in diese Eisgegend zum Schluss und spielt eigentlich nur noch mit diesen Skirons, weil die eigentlich am, die meiste Kälte aushalten können, weil die menschlichen Spieler und andere, die gehen dann irgendwann ein, fallen um und dann ist vorbei. Deshalb spielt man ja eigentlich in der letzten Region fast nur noch, oder ich zumindest habe es so gemacht, nur noch mit diesen Skirons. Dann kauft ihr doch mal einen Dämonen. Ja, das wäre jetzt der Ansatz, den ich dann nochmal verfolgen will, weil mir ist dann das Geld ausgegangen auch. Also ich hatte dann zwar ein sehr gutes Team, aber nicht mehr sehr viel Geld. Und dann nochmal irgendwie alles umzuswitchen, dass man dann quasi alle Skirons verkauft und dann die nochmal ersetzt mit diesen weiblichen Dämonen. Ich weiß gar nicht, ob einer reicht. Ja, da muss man ausprobieren, ob nur einer reicht. Okay, das werde ich ausprobieren. Ja. Weil das war ja auch die Besonderheit, dass zum Beispiel auch diese weiblichen, wie hießen die noch? Kommen jetzt gerade nicht drauf. Die wurden ja auch nicht gefressen. Also in dem Wassergraben. Ne? Genau. Die wurden ja dann wieder zurückgeschmissen. Die wollte ja das Monster wollte das ja nicht haben. War auch irgendwie witzig, ja. Also, dass man dann da irgendwie einen weiblichen Spieler hat, den dann irgendwie das Monster nicht fressen will. Also, wie gesagt, ich hatte das durchgespielt und war eben dann an dem Punkt, wo ich dann irgendwie in der Kampagne zu wenig Geld hatte, bin dann mit den Skirons ins letzte Match gegangen und bin da ja mehr oder weniger überrannt worden von diesen Viechern. Der einzigste Vorteil oder Nachteil von den Dämonen war, sie haben nicht sehr oft getroffen. Also sie sind immer so, sie sind zwar super aggressiv und super schnell, aber sie haben nicht jeden Ball versenkt. Dann wäre es so schnell zu Ende. Ja, man wollte ja ein bisschen mehr Spaß haben und so weiter und dann war das okay. Ja, man muss ihnen irgendeine Schwäche geben. Genau, ja. Also das war so dann mein Rettungsanker sozusagen, wo ich dann also wirklich ich glaube, weiß nicht, nach 7 Durchläufen, also nach 7 Innings oder wie man es jetzt nennen will, 7 Flonks, hatte ich dann, glaube ich, einen Punkt Vorsprung oder so. Also ich weiß nicht, ob die Idee von Hartwig kam, von den weiblichen Dämonen oder von unseren 2 Programmierern, aber es ist halt ein Teamgeburt gewesen, ja, wo das dann kam. Es sind so ein paar solche Sachen drin im Spiel, die in dem gemeinsamen Unsinn, den wir über das Spiel wo man in dem Spiel gearbeitet hat, dann solche Ideen kamen, wo die Leute einfach gesagt haben, hey, das ist so geil, lass uns das tun. Und das ist es halt, ja, wenn du so ein Team hast, was sehr gut läuft und die haben Spaß dran und man sagt, du, für die Idee ist zwar super gut, aber wir haben die Zeit nicht mehr, die programmieren sich hin, dass wir sagen, nee, das machen wir jetzt noch heute Abend. Siehst du, das ist so geil, wir müssen das auch noch reinbringen. Und das hat viel ausgemacht. Deswegen, das sieht man an der Qualität vom Spiel, dass das Team eine Einheit war und Herzblut dran gesteckt hat. Ganz klar. Da gebe ich dir absolut recht. Also das sehe ich auch so. Das
war auch damals schon so in den 90ern, wie ich es dann also das erste Mal sozusagen gespielt hatte. Das war wirklich was, was mich lange gefesselt hatte am Amiga damals. Weil andere Spiele, die spielt man halt irgendwie einmal und dann verlieren die ja dann doch an Attraktivität. Da gab's viele Aber Spiele, das war so ein Spiel, das konnte man auch mehrmals durchspielen, weil man dann irgendwie gedacht hat, ich probiere es halt jetzt mal nur mit irgendwie mit bestimmten Rassen zu spielen oder so. Genau. Das war natürlich toll. Und vor allen Dingen, was ich immer so interessant fand, ich meine, da hast du dir anscheinend irgendwie, irgendwie eine Besonderheit setzen wollen im Spiel, der Teutbusnet. War ja gleich in der ersten Stadt, ist man ja eigentlich als erstes auf den Markt und hat gleich mal den Teutbusnet gekauft, weil der eigentlich der Überspieler war bis Region 3 oder so. Da gab es dann eigentlich nie bessere. Und echt? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die Skillverteilung gemacht haben von den Leuten. Ich weiß aber, dass das Team selber sich immer besser darstellen wollte als alle anderen rum. Also der Toit, ich nehme mal an, dass du das sein sollst. Der war also der Spieler, den man am Anfang gleich gekauft hat. Und mit dem ist man, sofern er nicht gefressen wurde irgendwann, ist man eigentlich bis Region 3, so ist man mit dem durch. Und ich bin auch bis zur Eisregion, glaube ich, mit ihm oder kurz vor Eisregion und dann wurde er irgendwann gefressen. Also dann war er weg. Aber da waren dann wieder adäquate andere menschliche Spieler. Das war dann irgendwie auch wieder ganz gut. Ja, soweit, so gut. Also das waren so eigentlich so meine Fragen. Mir wird jetzt soweit nichts weiter einfallen. Vielleicht hast du noch was du als Anekdote noch erzählen willst. Für mich war Mats eine der schönsten Erinnerungen, was die Spielentwicklung angeht, aber auch halt dadurch, dass wir mit dem Publisher schiefgelaufen waren, dadurch, dass es halt hier und da Probleme gab. Das ist halt so Sachen, die mich gelehrt haben, dass die Spiele, die sauber durchlaufen, Spielidee, Programmieren, fertig machen, auf den Markt stellen, meistens nicht so den Erfolg haben. Aber die Spiele, die irgendwo Probleme machen, wo du durchkämpfen musst, wo irgendwas passiert ist und sowas, meistens diejenigen sind, der harte Weg, die mehr Erfolg haben als die anderen. Und da war Mats eins davon, wobei da ganz klar das nicht am Team lag. Das Team war halt eins der tollsten, mit dem man zusammenarbeiten konnte, neben Factor 5. Muss ich sagen, schönes Erlebnis, waren die richtigen Leute dran, tolle Packung, die ich immer noch zu Hause habe. Ich glaube, ich habe noch drei Originale, davon zwei Original verschweißt. Erinnere mich sehr gerne zurück an das Spiel. Ja. Und das erinnert mich daran, dass ich eigentlich mal wieder ein, zwei der alten Teammember anschreiben sollte, wie es denen geht. Das ist eine gute Sache. So ist es. Das sind immer die Gelegenheiten, wo man irgendwie zu sich zurückerinnert und sagt, okay, jetzt wäre die Chance, mal wieder Kontakt aufzunehmen. Ich schicke Ihnen den Link, wenn es online ist. Auf jeden Fall, ja. Du, mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir eine kleine Zeitreise zu machen in die 90er Jahre zurück und dich also wirklich noch hervorragend, muss man sagen, erinnerst an das, was damals alles so passiert ist. Ja, Moment, ich habe vergessen, dass die ST-Version nie gab. Ja, das ist richtig. Ich war auch kein ST-Fan. Ich habe einen Amiga gehabt und deswegen sei mir verziehen, bitte. Auf jeden Fall. Aber es war doch sehr informativ, denke ich mal. Und es hat mir also sehr viel Spaß gemacht, jetzt da nochmal in das Projekt Mats einzutauchen. Und ich hoffe, die Leute hier, die sich das Ganze auf YouTube anschauen, sind genauso begeistert wie ich. Und hoffe, dass wir vielleicht eines Tages nochmal irgendwie in der Richtung was erleben werden. Factor 5 ist ja mit ihrem Turrican auch noch nicht ganz raus. Es könnte ja vielleicht auch nochmal was passieren. Die ganzen Amiga-Fans hoffen ja noch, dass nochmal was kommt. Factor 5 arbeitet jetzt bei Epic. Ja, ich weiß nicht, ob die einen Turrican machen würden. Ja, aber hier, apropos Mats, wenn es auf Steam gibt, jeder, ich glaube, die meisten Zuschauer haben einen Steam-Account, einfach mal Mats auf die Wishliste setzen, dann geht das im Ranking hoch. Vielleicht kriegen wir das ja noch in eine recht gute Position rein als Retro-Spiel. Vielleicht, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also heute nochmal ein Mats 2, wie auch immer geartet, wäre sicherlich nicht schlecht. Wäre witzig. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir recht herzlich. Und hoffe, wir hören uns das ein oder andere Mal vielleicht noch und wünsche dir auf jeden Fall
Alles Gute. Okay, dir auch, ja. Ja. Bis dann. Seid mir gegrüßt zur PC-Version von Mats. Ihr seht es hier schon. Mats mean Ugly Dirty Sport. Und wer also das Interview mit dem Teut Weidemann verfolgt hat in der PC-Version, ist ja grundsätzlich das Besondere, wenn man so will, dass sie also es geschafft haben, hier den Sound und auch digitalen Sound auf die PC-Speaker zu portieren, was ja damals eigentlich eine ziemliche Leistung war. Das waren ja so die Anfänge der Adlib-Karten und dann später Soundblaster und so. Aber hier das also auch mit digitalen Sounds zu hinterlegen, das war schon relativ besonders. Ich werde also hier jetzt mal in das Spiel reingehen und werde auch hier. Wir können sie uns ganz kurz hier nochmal anschauen mit Die sind schuld. Und wir sehen hier also den Holger Ahrens und eben den Volker Maron, die Leute, die also hier verantwortlich waren. Und ich kann es hier kurz mal durchklicken. Hier ist auch der Teut und hier ist der angesprochene Chris, der ja ein wenig, wie gesagt, da zu kurz kommt. Wir werden also hier mal ganz kurz in die Kampagne reinschauen. Ich werde hier jetzt auch gar nicht viel machen. Ich werde hier nur kurz mal zeigen. Der Ablauf bzw. so das Interface ist ja eigentlich relativ gleich oder ist eigentlich gleich. Das heißt, wir melden uns hier mal an in einem Hotel, buchen uns hier mal ein. Also es gibt ja hier zwei verschiedene Kategorien, Kategorie 3 und dann hier gibt es das Ein-Sterne. Ich meine, es gäbe auch immer noch mal, ja genau, es gibt auch das Null-Sterne. Da sollte man dann nicht unbedingt hingehen, das ist dann nicht gerade förderlich für die Moral. In der Regel nehme ich am Anfang das Ein-Stern, dann nachher immer das Drei-Stern. Das heißt also, wir mieten uns hier kurz ein, haben also auch hier einen kleinen Sound. Und haben eben unser Standardteam. Da sind also hier die Bulls sind hier mit drin, einen menschlichen Spieler, die Whistle sind hier mit drin und diese War Clonk. Und ansonsten ja nichts Besonderes. Und dann, wie eben auch angesprochen im Interview, man geht im Prinzip am Anfang auf den Markt und schaut es hier so durch und wird dann feststellen, es gibt am Anfang hier unseren Toyt Busnit. Und der ist also wirklich sehr gut. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob die Werte zur Amiga-Version 1 zu 1 übernommen sind oder ob die ein bisschen anders sind. Das weiß ich jetzt nicht gerade im Moment. Aber auf jeden Fall, den Toyt sollte man auf jeden Fall am Anfang gleich kaufen. Dann hat man also eigentlich so mit den besten Spieler den kann man also bis in Region 3 kann man ihn dann also mitziehen. Und solange er eben nicht gefressen wird. Ja, als nächstes meldet man sich halt hier eben an zum nächsten Spiel, zahlt dafür einen gewissen Preis und man sieht, man hat also dann hier Heart on Wire gegen Foreign Alien. Und dann kann man, ja, halt noch ein bisschen was in der Stadt machen. Wir sehen es oben, Gordon 2.1. Das Spiel findet dann halt immer am sechsten Tag statt. Da muss man also dann wieder sozusagen parat stehen. Und die Zeit vergeht eben auch, wenn man hier diverse Einrichtungen besucht. Ja, also man kann hier beispielsweise, könnte man jetzt noch den Heiler besuchen.
Momentan sind natürlich alle gesund. Und ihr seht es dann oben, das geht dann einen Tag weiter. Also immer aufpassen, was man hier macht. Man kann hier noch die Kneipe besuchen. Das hatten wir ja auch. Kann also hier eine Prügelei beginnen. Kann Gespräche anfangen, wo man also Spieler abwerben kann. Man kann den Schiedsrichter bestechen, einzelne Spieler auch bestechen. Und die Prügelei, ja, die kann man eben machen, um halt seine eigene Moral oder die Moral der Gegner eben zu beeinflussen. Wir können das ja hier mal machen. Dong, dong, dong. Und das kostet uns erstmal Geld. Und es kostet uns wahrscheinlich dann, je nachdem wie es ausgeht, man sieht es jetzt hier nicht, eben auch Moral oder eben auch nicht. So, man kann es also hier mal sehen. Die haben also alle einiges hier eingesteckt. Das heißt, man müsste jetzt die ganze Truppe auch eigentlich nochmal heilen. Werde ich jetzt erstmal nicht machen, weil wir haben sowieso kein Geld. Wir können noch Geld leihen. Das wäre dann... Wo ist denn hier unser Geldhai? Das ist einmal hier. Und dann gibt es hier den Geldhai. Wir haben aber jetzt schon Tag 5. Das heißt, das geht sich jetzt gerade nicht aus. Zeige ich dann vielleicht nachher nochmal. Wir können also jetzt hier... Guthaben... Genau, Schulden haben wir keine und Kosten haben wir eben. Das heißt, den Kredit bekomme ich anscheinend jetzt nur über ihn momentan. Machen wir dann nicht. Ich hätte ganz gern noch was gesetzt auf meine Mannschaft, aber... Gut, dann muss es ohne gehen. Und wir gehen hier einfach mal ins Spiel hinein. Ich mache hier kurz Zeitvorlauf bis zu 6-1 und dann heißt es also spielen. Und wir spielen einer gegen den Computer. Und wir sehen dann also hier unsere Übersicht, was wir an Spielmaterial eben haben. Wir haben die zwei Bullen, wir haben oben die zwei Whistles drin. Die Warclonks sind also dann hier noch außen vor. Dann haben wir noch Ersatzspieler. Die brauche ich jetzt aber nicht, weil der Toid Busnet ist also hier schon drin. Man kann hier in den Optionen dann immer nochmal einstellen, ja, was man eben ist. Anfänger, Normal, Experte. Man kann die Spielgeschwindigkeit angeben. Das mache ich meistens dann auf schnell. Und man kann auch die Art der Steuerung angeben. Dass man also das Team steuern will oder dass man Autospieler, also immer der Spieler, der eben jetzt gerade den Ball hat. Das mache ich dann meistens. Und dann kann man hier noch einstellen, wie also gespielt werden soll. Generell taktisch, aggressiv, defensiv, offensiv. Ich mache jetzt einfach mal taktisch. Und dann geht es auch schon los. Wir sehen es hier, den ersten Flonk. So, und ich schnapp mir meinen Toid und versuche also jetzt hier durchzukommen und versuche dann immer über den Graben zu springen, was mir 2 Punkte bringt, wenn ich den Flonk werfe, also ohne ohne dass ich also abspringe zum dementsprechend zu dem Graben, dann werfe ich und mache eben einen Punkt. Jetzt gibt es hier Auszeit, weil der Gegner kann also auch Auszeit beantragen. Anscheinend oder vielleicht war auch irgendjemand verletzt. Dann kann man hier immer noch mal umstellen, wenn man das möchte. Mache ich jetzt nicht. Und jetzt muss man eben aufpassen, dass man seinen Spieler dann aus dem Graben bekommt. Wenn man also quasi jetzt nicht den Spieler kontrolliert, ist das dann ein Problem. Wenn er kontrolliert wird, so wie jetzt, man sieht das immer an der 9, die dann oberhalb des Spielers, also eingeblendet wird.
dann steuert man den Spieler, ansonsten eben nicht. Ja, und dann geht es eben darum, er läuft hier jetzt auch einfach durch. Und wir hören also hier den digitalen Sound. Manchmal kann man die Spieler hier so reinwerfen dann nochmal. Er ist jetzt hier nicht gefressen worden. Wir haben also jetzt den fünften schon. Den macht er auch. So, jetzt könnte es eng werden für ihn. Ja. Und zack, da hat er zugeschlagen und hat ihn also gefressen. Auch eine Möglichkeit, Spiele zu gewinnen, wenn also die Mannschaft dann, die gegnerische Mannschaft nicht mehr genügend Spieler hat, verlieren sie das Spiel natürlich auch. Wir sind jetzt hier im sechsten. Und ich kann hier nochmal versuchen, einmal durchzukommen. So. Jetzt haben wir 8-3. Das heißt, wir spielen noch einen Flonk. Den ich also jetzt hier nehmen kann. Was man eben nicht machen sollte, also man kann hier auch Pässe spielen, aber was man nicht machen sollte, ist eben den Schiedsrichter umhauen. Weil wenn man den umhaut, dann geht der Spieler direkt verloren. So, er hat es jetzt geschafft und das Spiel ist jetzt auch schon beendet. Wir haben also gewonnen. Und dann gibt es hier die Statistikrunde. Eigentlich auch ganz nett, dass man dann nochmal Statistiken gemacht hat. Wer also die Punkte gemacht hat, Torschützen. Und man hat ein paar Informationen über das Spiel. Das gewonnene Geld, Spiellänge. Und dann auch ganz interessant, Torwürfe, Torsprünge. Die Schritte, die man gemacht hat, Anzahl an Tacklings, die man gemacht hat, Fouls, Strafen für Tacklings, gewonnene Tacklings und Kämpfe, wie viele gefressene Spieler, auch immer ein sehr interessanter Wert. In dem Fall hat er ja einen verloren. Und hier sehen wir dann, wie sich das entwickelt. Also wir hatten am Anfang 1386 Moral und die geht natürlich nach dem Sieg direkt hoch. Und man sieht auch hier gleich die Gesundheit, da weiß man dann, aha, okay, das war jetzt ein hartes Match oder nicht. Und dann muss man dementsprechend hinterher dann heilen. Die Spieler gewinnen auch an Technik, das sieht man hier. Also sie werden dann auch mit der Zeit besser. Das ist auch nicht, also auch gut zu wissen. Wir haben natürlich eine relativ schlechte Mannschaft, außer der Teut. Und hier sieht man dann noch bestochene Gegner. Bestochene Gegner total und Gegner Bestechungsgrad und Schiri Bestechungsgrad. Also das spielt sich ja dann in der Taverne ab und manchmal hat man eben auch die Chance, die Flonks zu bestechen. So, genug. Das heißt, wir haben ja hier kein Geld gesetzt. Wir bekommen halt eben nur Geld dadurch, dass wir gewonnen haben. Und so setzt sich dann also, wie gesagt, das Spiel fort und auch die Kampagne. Ich hatte es ja schon gesagt, ich habe ja zu der Amiga-Version ein ganzes Let's Play gemacht, also das heißt die ganze Kampagne und wer sich das dann auch nochmal anschauen möchte, ich werde es hier kurz einblenden, der kann sich das dann auch nochmal auf meinem Kanal alles genau anschauen. Wie gesagt, es ist wirklich ein tolles Spiel, also es hat damals sehr viel Spaß gemacht und es macht auch heute noch Spaß. Also es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Das soll es dann an der Stelle für die PC-Version gewesen sein. Im Anschluss zeige ich also hier kurz nochmal einen kleinen Zusammenschnitt der Amiga-Version. Aber wie gesagt, ich würde euch raten, holt es euch auf Amiga oder in die DOS-Box und spielt das Spiel selbst. Als nächstes, wie gesagt, die Amiga-Version. Bis gleich. Wir wollen die ganze Kampagne spielen. Jetzt können wir uns hier noch ein Symbol aussuchen. Quasi unser Vereinswappen. Ich nehme hier mal die Hammerfaust. Und ich habe auch einen Namen für das Team. Mein Team wird heißen Heart on Fire. Meine
ehemaligen DART-Kollegen werden sich dran erinnern. Grüße gehen also raus. Und wir starten also hier auf dem Hauptbildschirm, wenn man so will. Das ist also jetzt die Stadt, die erste Stadt, die wir bespielen. Und wir sehen, das ist die Stadt Gordon. Und 1.1 ist also die Woche. Eine Woche hat hier 6 Tage. Der Toid Busnet, das ist im Prinzip am Anfang der Spieler, der eben ja der stärkste Spieler überhaupt ist für die erste Region sozusagen. Und den sollte man sich hier, wie man sieht, auf jeden Fall kaufen. Das werden wir auch machen. Ansonsten gibt es jetzt hier noch ein paar andere. Da wollen wir aber jetzt erstmal nichts kaufen. Wir sehen hier den Schiedsrichter. Und der erste Flonk geht also an den Start. Und ich habe also hier meinen Toid Busnet. Und der ist also hoch überlegen. Und man hat eben jetzt gesehen, das Ziel ist es also, diesen Flonk im gegnerischen Korb unterzubringen. Das heißt, ja, er hat das jetzt auch schon geschafft. Also man kann entweder springen, ins Wasser springen oder über diesen Wasserbereich springen. Das gibt 2 Punkte. Oder werfen, das gibt dann 1 Punkt. Wir haben es hier eben gesehen. Ah, da hat er schon wieder getroffen. Wir haben Tag 4. Das heißt, wir werden nochmal in die Taverne gehen und werden hier eine Runde ausgeben. Und werden mal schauen. Also hier ist auch noch die Nummer 10 bei den Bad Guys. Ist auch eine Schemon. Die haben wohl einige Schemons. Nummer 9. Da müssen wir mal drauf achten. Was kostet die denn? 3, 6. Ja, sie scheint nicht so schlecht zu sein, auf jeden Fall. Aber ich werde es jetzt erstmal lassen, denke ich. Und wir spielen erstmal. Und dann werden wir es sehen. Ah ja, jetzt habe ich hier gesehen, da war ein Foul. Dann kommt man in so eine Box rein. Okay, den macht er nicht. Mal gucken, ob er schnell genug ist. Ja, ist er. Okay. Und sind jetzt hier in der Waldregion angelangt und haben auch schon das erste Spiel gemacht. Wir sind jetzt, Entschuldigung, wir sind jetzt in Woodstock und werden also hier uns anmelden. Spielen gegen die Tree Rangers. Wir könnten nochmal zum Heiler gehen. Das hatten wir beim letzten Mal noch nicht gemacht. Ich hatte ja die Stadt verlassen wegen den Steuern, damit man dann nicht von 9 Wochen Anfang hat und dann nochmal das Hotel zahlen muss und mehr Steuern. Deshalb verlasse ich im Prinzip jetzt dann immer die Städte direkt nach dem Spiel. Wir gehen nochmal auf den Transfermarkt und schauen hier nochmal. Hier sind noch die Futsol. Aber wie man sieht, den Windtauch und Wechsler. Gehen wir auf den Konrad. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Den könnte man sogar nochmal kaufen. Hm.
überlegen. Okay, gut, dann gehen wir in die Taverne noch und geben eine Runde aus, um zu schauen, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht haben wir sogar Glück. Nein. Eine Chiron-Start stehen hier auf meiner To-Do-Liste. Das sind im Prinzip die, die wir dann haben wollen. Kannst du sehen. Wir machen einen Zeitvorlauf. Wir setzen unser Geld. Dann spielt. Wer kein Flunking betreiben. Wir spielen. 6 raus. 9. 1. Wir werden taktisch spielen. Hier auch. Geschwindigkeit schnell. Steuerung. Für Axis. Nein, ich will defensiv spielen. Sehen. Hat die Tail im Aufgebot. Ja, jetzt habe ich ganz untypisch den Ball geworfen. Ich wollte eigentlich springen, aber ich war dann zu spät dran. Ja, da war ich rechtzeitig dran, aber er hat vorbeigeworfen. Da springt er hinterher noch rein. Okay. Zeit. Wir wechseln nicht. Ah, schade. Den hätte man machen sollen. Der war einfach. Okay, dafür macht er den. Schöner Pass. Gut getimed. Okay. Da ist er jetzt ganz leicht durchgekommen. Aber er wird gefressen. Ah, den macht er von außen. Da sind sie eigentlich immer ziemlich gut, diese Tail. Also von außen, das passt immer gut. Okay, 5-3.
Da hat er sich wieder einmal durchgetankt, unser Teut. Ah, macht er wieder von. Na gut, glaube ich 7-4. Ah, wird aber nochmal gefressen. Schlecht für ihn. Ja, 7-4. 4.300, jetzt nicht so gut, aber naja, 2 hat er verloren. Moral etwas runter, Technik etwas hoch, Gesundheit hat... Ja, weiter. Verlassen die Stadt und sind also dann hier in der letzten Stadt der Region. Erstmal zum Transfermarkt gehen und werden hier mal sehen, was wir an Skirons kaufen können. Bei 5,99. Also hier sehen wir noch die Goblins. Ich weiß nicht, ich hatte es glaube ich gezeigt. Die sind natürlich auch ziemliche Allrounder. Habe ich auch schon gespielt. Jetzt lohnt sich natürlich für die Kampagne nicht mehr. Aber sind im Prinzip auch nicht schlecht. Und hier die Antara sind eben von der Schnelligkeit und Geschick ziemlich gut, weil sie halt auch über diese Bäume springen können und auch über Steine und so. Die Steine, die werden wir jetzt dann sehen. Das können halt alles die Menschenspieler, können das halt nicht. Er ist halt auch gut, aber ich werde jetzt eigentlich keine Menschenspieler mehr einsetzen. Das heißt, wir werden hier ihn kaufen. Und den anderen ganz vorne. Und dann. Ich habe 5, das heißt, es reicht momentan für die Abwehr und Sturm. Und im Center werde ich dann noch einen von denen immer einsetzen. Und dann sehen wir mal, wie es läuft. Also wir sehen hier, wir haben Steine, wir haben Eis. Das kann man auch zum Vorteil nutzen, das Eis. Und zwar, wenn man hier so drüber gleitet, dann... kann man also... so eine kurze Zeit so ein bisschen gleiten und ist dann schneller. Über den. Ja, den macht er. Ah, von ganz außen kommt er da.
Ich muss nochmal hier gucken, die 5. Von der Schnelligkeit her. Geschwindigkeit ist mit dem Wert. Nicht ganz gut. Okay. Den hat er mal vorbeigesetzt. Wenn er Pech hat, wird er gefressen. Ja. Also, den macht er wieder. Aber wird gleich auch wieder gefressen. Ich bin hier noch nicht im Spiel. Also. Oh, den macht er nicht. Warum macht er den denn? Das war eigentlich jetzt eine gute Chance. Eieieiei. Mann. Auch nicht. Gibt's da nicht. Zu viele Chancen am Auslassen hier. Er macht sie alle. Damit haben wir das Spiel eigentlich schon verloren. Oder auch nicht. Das ist natürlich eine Seltenheit, dass man ein Spiel gewinnt, obwohl man es verloren hat. Er musste halt jetzt aufgeben, weil er keine Spieler mehr hat. Das kam uns natürlich jetzt entgegen. 4 verlorene Spieler. Ja, was soll man sagen? Nehmen wir natürlich mit. Moral hat natürlich darunter gelitten. Gut. Okay. Nehme ich jetzt mal einfach so mit. Das heißt, wir sind hier durch und gehen in die nächste Stadt. Richtig dranbleiben hier. Problem ist auch, dass es hier so Geysire gibt. Man sieht es schon, die sind hier ziemlich schnell unterwegs. Sie treffen nicht immer, also sie legen nicht immer ab. Aber doch ziemlich häufig. Und man muss im Prinzip versuchen, jede Chance hier zu ergreifen, die sich einem bietet. Ja, da macht er seine 2 Punkte. Thank you.
kann sie mal versuchen, so ein bisschen zu beschäftigen, indem man sie halt hinten hält. Aber das funktioniert halt auch nicht unbedingt. Fast gehabt.